Ging es in der vorigen Sendung sozusagen um das richtige Lesezeichen, für das momentan eine neue Bleibe gesucht wird, wollen wir uns diesmal mit dem Salbker Freiluftlesezeichen befassen. Das war in den letzten Monaten ins Gerede gekommen. Unrat und zerrissene Bücher lagen herum und illegale Graffiti verunstalteten das preisgekrönte Objekt. Unser Besuch bestätigte dies, auch wenn es an diesem Tage, glaubt man den Vertretern des Bürgervereins, nicht ganz so schlimm wie befürchtet aussah. Allerdings muss es an Tagen davor ganz anders ausgesehen haben, denn in ihrer Verzweiflung wandten sich die Architekten und der Bürgerverein in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Lutz Trümper. Während aktuell eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum das Lesezeichen als besten öffentlichen Raum Europas feiere, schaue der OB seit Monaten tatenlos zu, wie eine kleine Gruppe von Chaoten das Verdienst der engagierten Bürger von Salbke in Trümmern lege, beklagen sich die Autoren. Es werde randaliert, das Objekt werde demoliert, beschmiert, Bücher würden zerrissen und säckeweise Müll hinterlassen und es sei ein verheerendes Zeichen für eine Landeshauptstadt, wenn die Bürgerschaft von Salbke mit der Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes habe einspringen müssen, um die Situation wieder zu befrieden und Ordnung herzustellen. In einem 5-Punkte-Forderungskatalog verlangten die Unterzeichner unter anderem, dass auf der Fläche rund um das Lesezeichen wieder Ordnung hergestellt werde, das Objekt gereinigt und die zerstörten Bauteile wiederhergestellt werden und das Objekt ganzjährig intensiv gepflegt werde. Außerdem wurde der OB aufgefordert, die Bedeutung des Objekts als gesamtstädtische Bildungs- und Kultureinrichtung anzuerkennen und die Veranstaltungsfläche endlich in das Netz sozialer und kultureller Einrichtungen der Landeshauptstadt einzubinden. Bis jetzt habe die Stadt dort keine einzige Veranstaltung auch nur angedacht, obwohl das Lesezeichen als IBA-Projekt verwurstet wurde, so die Briefschreiber. Der Bürgerverein und die Caro-Architekten verlangen, dass sich die Stadt als Eigentümer zu ihrem Objekt bekennt. Zwar wurde noch keine öffentliche Antwort des Oberbürgermeisters auf den Brief bekannt, aber auf dem MDR-Kultursender Figaro, der das Thema ebenfalls aufgriff, erklärte Lutz Trümper wörtlich, wir als Stadt hätten da kein Lesezeichen gebaut. Immerhin, bei unserem zweiten Besuch sah das Ganze schon etwas aufgeräumter auf und ausgelöst durch einen Auftrag von der Stadt kam auch gerade eine Truppe der Magdeburger Fachfirma KWM Energie und Umwelt vorbei, um die illegalen Graffitis zu beseitigen. Auch die Fachwelt wurde mittlerweile auf das Problem aufmerksam. Die führende Architekturzeitschrift Bauwelt nahm sich auch noch einmal des Themas an und bemerkte, dass die Unkenrufe von vor 2 Jahren nun leider Wirklichkeit geworden wären. Es verwundert nicht, dass die Meinungen der Fachwelt gespalten sind und die Diskussion kontrovers. Leider zeige sich hier exemplarisch ein Trend, der für den ganzen Osten Deutschlands signifikant sei. Dazu kommt, dass der ganze Südosten Magdeburgs irgendwie im Umbruch ist, nur leider noch nicht in die positive Richtung. Bei unserem letzten Besuch am gestrigen Tage war das Areal zwar nicht verwüstet, aber überall lagen zerbrochene Flaschen und Scherben herum. Obwohl nun wirklich gleich daneben ein großer neuer Abfallcontainer steht, 2 kleinere ebenfalls. Wenigstens haben sich die illegalen Schmierfinken noch nicht wieder eingefunden. Aber einladend sieht das ganze Lesezeichen nun wahrlich nicht aus. Aber was Wunder, wenn man sich die meisten Häuser der Umgebung ansieht, die alle dem Verfall preisgegeben scheinen. Einziger Lichtblick waren diese schönen Birnen, die noch keinen Liebhaber gefunden hatten.